bekommen. Ich bin wirklich gespannt auf sein Spiel heute. Ja, ich auch. Und jetzt sehen wir den Anstoß durch Gößweiner. Sein Kollege Springfeld sind jetzt auch mit nach vorne gerückt. Ja, Ball wird schnell ausgewirrt oder zumindest sehr plötzlich. Aber Lenny von Schrötter kriegt seinen Fuß dazwischen. Da kommt nicht schlecht ausgewirrt, hat ihn. Springfeld. Nee, Miesbach, Verzeihung. Jetzt geht der Ball auf jeden Fall nach links. In der Grundlinie. Und Gößweiner köpft ihn aber weit drüber. Doll die Rückenlage. Dauert ewig, bis Bornheim den stellt. Diesmal mit von Schrötter. Dabei kommt die Mitte. Osbert hat ihn sicher. Osbert versucht jetzt das Spiel schnell zu machen und bringt nämlich langen Ball. Oh, 70-80 Meter Richtung Fallayer. Fallayer stellt seinen Körper gut rein. Wird gefoult. Nein, wird nicht gefoult. Da schießt sich der Ball weg. Spiel geht weiter. Jetzt vielleicht doch mit Lenny von Schrötter. Ja. Zusammenspiel mit Ünlü Çiftçi. Jetzt hat er Raum. Kann ein bisschen gehen. 4 gegen 5. Von Schrötter am Brill vorbei, von Schrötter schießt, links unten dran vorbei. Das wäre natürlich auch was gewesen. Moment, ausgerechnet von Schrötter wäre es ja, gewesen. Ja. Klassischer Ausgerechnet-Moment für uns hier oben. Ein Ausgerechnet. Und immer machen wir mal so ein Spieltag, wo wir nur so Floskeln bringen. Bitte. Absolut. Bitte. Mein Lieblingsfloskel. Bornheim jetzt über rechts mit Sanomiya. Sanomiya jetzt in der Box. Sanomiya. Wird da schon gehalten, aber Schiedsrichter sagt, weiterspielen. Ünlü Çiftçi. Flankt den rein. Guter Kitor für den FSV Frankfurt! Die Kasselaner zeigen an, dass hier der Ball mit der Hand gespielt wurde. Und schon wieder eine Rudelbildung. Hier sehen wir es noch ein weiteres Mal. Hier. Gia Butterkriegt. Kriegt ihn mit dem Kopf von Tanjan. Tatsächlich ist es Nael Nadja. Kommt rein Richtung Fallayer. Fallayer verlängert ihn, aber nur ins Tor aus. Es gibt ab. Emmerling kommt links mit. Hat richtig Raum links und kriegt den Ball jetzt auch. Was macht er jetzt damit? Auf Sanomiya spielen. Sanomiya. Emmerling in der Box. Emmerling in der Grundlinie. Bringt den Ball in die Mitte. Fallayer! Links dran, vorbei, es gibt Abstoß. Sanomiya kommt nicht 1-2 im Ball, aber Azog steckt auf diesem Weg. Jetzt sind die 3 Minuten. Das waren 3 Minuten. Das waren doch 3 Minuten. Ja, zur Pause führt der Fußballsportverein von 1899 hier gegen Hessen-Kassel mit 1-1. Bornheim im zweiten Durchgang in den neuen Erima-Trikots. Schwarz-blau gestreift von links nach rechts. Wie schon seit ein paar Wochen. Dr. Battery auf den Ärmeln. Und jetzt geht die zweite Halbzeit los. Brill, Najar. Oh, durch die Hosenträger. Najar. Bringt den Ball jetzt rein. Jones links unten dran vorbei. Und hoffnungsvoll mit diesem langen Ball auch. Ja, ein kleines Gefangen. Schrötter verliert hier den Ball. Sarara gegen Abbasi. Erobert den Ball nicht ganz. Der ist noch heiß. Sarara bringt ihn in die Mitte. Und der Vecchio hier mit der Riesentat. Aber sie wird den Ball aber nicht los. Kassel hat ihn immer noch mit Brill. Brill auf Najar. Bornheim ohne Zugriff. Najar mit dem Schuss. Aber weit drüber. Also Gretchen Siemensland. Sarara ist noch dran. Aber schafft es nicht, Jemalji einzusetzen. Und deswegen geht es in die andere Richtung mit Butterkrieg. Butterkrieg jetzt der durch. Der ist schnell. Aber kriegt den Ball nicht durchgesteckt. Bekommt den zweiten aber nochmal. Jetzt sind die beiden aber da vorne auch alleine. Er muss gleich schießen oder den Ball irgendwie loswerden. Jetzt wird er den Ball los auf Azag. Der nimmt der Vecchio mit. Der Vecchio jetzt in der Box. Der Vecchio schießt, aber Langhoff hat den. Kassel macht das hier nicht schlecht. Setzt sich durch, wird dann nochmal aus dem 16er rausgedrückt. Schlags ist da dazwischen. Hermes. Haltet den gut weiter auf Sanomiya. Der wiederum auf der Vecchio. Sanomiya kriegt diesen zweiten Ball. Der Vecchio auf Hermes. Hermes hat schießt, was. Hermes schießt und trifft! Tor für den FSV! Ein Schuss. Was ein Abschluss. Aus der Drehung. Volley genommen. Lässt sich da völlig zurecht feiern. Läuft dazu den Ersatzspieler vor die Kurve. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Was ein Abschluss. Nichts zu machen. Langhoff ohne Chance. Sarara bringt ihn rein.
Der kommt gut. Oh, der kam echt nicht schlecht. Aber dieser Kopf. Sercan Sarara mit dem Freistoß. Bonham legt nur einen hinter die Mauer. Fünf Mann in der Mauer. Lukas Schlags dahinter. Und er geht nicht rein und verschattet ihn. Er macht es besser als ich. Genau ins Torwart-Eck. Ja, und hier sehen wir, warum Tim Dornbusch nicht in der Regionalliga spielt. Günlü Çiftçi. Mit links. Kassel mit einer Vier-Mann-Mauer. Und Çiftçi läuft jetzt an. Bringt ihn links um drauf, aber lange auf, zeichnet sich aus und fischt ihn noch raus. Wirklich eine Mega-Parade. Hier nochmal zum Staunen. Ja. Übergreift er da, macht dann. Ünlü Çiftçi. Sanomiya. Läuft jetzt auch einfach mal an Sografakis vorbei auf Kanaga. Der Ball läuft durch bis zu Hermes. Hermes könnte schießen, bringt aber auf Kanaga. Kanaga ist in der Mitte und Langhoff kann sich auszeichnen. Sehr gut. Spielern sich aber da ab. Oh, spielen noch kurz. Kurz gespielt. Hermes versucht ihn aber nicht an der Eckfahne zu behaupten. Spielt ihn raus zu Aswak. Der auf Kanaga, der dreht sich gut. Kommt zum Abschluss. Boah. Was war das denn? Mecklemore mit dem Fallrückzieher auf die Latte. So ein Ärgernis. War das sehenswert. Wow. Wir sehen was nochmal. Von Amami Ampong abgeprallt dieser Ball. Kommt hier einen guten Pass. So, Grafakis jetzt hier links gegen Sanomiya. Bringt die Flanke auch rein. Gößweiner gegen Ospild. Ospild kriegt den nochmal weg und dann hat Kassel immer noch den Ball. Jetzt vielleicht Asuag. Nein, so Grafakis mit dem Schuss. Abgefälscht, aber Ospild hat auch den. Gut gespielt. Amami Ampong kommt jetzt dazu. Das ist eine sehr leidige Flanke. Mecklemore in der Mitte. Mecklemore. Immer noch am Ball. Jetzt muss er den Ball irgendwie loswerden. Wird sie noch los auf Schlag? Schlag schießt aber drüber. Kassi wieder im Ballbesitz. Noch 2,5 Minuten auf der Uhr. Langes Ball von Kanaga, aber Jones ist dran vorbei. Jones ist gegen Sanomiya. Sanomiya stellt nicht Jones. Jones an allen vorbei. Jones jetzt auch nicht. Auch an der Wassi vorbei, aber nicht an Jasper Ostfeld. Ja, ansehnlich, wie Kasse das hier spielt. Najar. Najar schießt. Ospild hat auch den. Hermes. Guter Doppelpass da. Zusammenspiel mit Emmerling. Emmerling auf Buadus. Der ist weg. Einwurf für den FSV. Nein, sagt der Schiedsrichter. Ende dieses Spiels. Und der FSV Frankfurt gewinnt das Hessen-Derby gegen Hessen-Kassel mit 2:0. Jawohl, Freunde.